Hallo, grüß euch. Herzlich willkommen in der Kümig Adventküche. Wir befinden uns heute im schönen Salzburg, genau im Max Klan, im Olina Küchenstudio. Und vielen Dank an dieser Stelle, dass wir diese tolle Küche und Location nutzen dürfen. In unserer Kümig Adventküche machen wir heute ein leckeres Apfel-Lebkuchen-Tiramisu. Dafür brauchen wir unseren Helden, die Kümig VIP Konditor Creme. Wichtig hier, schön durchgekühlt sollte sie sein. Noch zusätzlich Mascarpone, frische Äpfel, Zitrone, Vanillezucker, Lebkuchen dürfen entfüllen und für alle, die gerne einen Schuss rum haben dazu, bitte verwenden. Die Äpfel werden jetzt geschält, dann werden sie in grobe Würfel geschnitten und das Ganze dann mit dem Honig zusammen in der Pfanne kurz karamellisiert. Die Apfelwürfel lassen wir jetzt gemeinsam mit dem Honig in der Pfanne dünsten, dass die Äpfel noch einen leichten, feinen Biss haben und die Süße vom Honig mit dem Apfel eine runde Geschichte gibt. Für unsere Mascarpone-Creme ist der erste Schritt, unser Kümig VIP klar zu hören. Wenn ihr das Kümig VIP angeschlagen habt, schaut einfach, ganz wichtig, unten am Kesselboden sollte auch nochmal einmal durchgerührt werden, dass alles schön vermengt ist. Nachdem ihr alles gut vermengt habt bei der Konditorcreme, jetzt der einfache große Vorteil vom Kümig wieder, einfach alles gemeinsam aufschlagen. Ich hole die Mascarpone dazu, ein bisschen Zitrone, ein bisschen Zitronensaft passt auch gut, den Zimtkens dazu da und den Honig für die Süße. Wer es gern süßer mag, gibt es natürlich einen Kristallzucker dazu da. Und jetzt nur ein großer Vorteil, wer das gerne möchte, ein Schuss rum, passt immer ganz gut dazu. Unsere Mascarpone-Creme ist jetzt fertig. Wenn Sie sie noch final abschmecken möchten, kein Problem, mit Zitronensaft oder rum. Unser Produkt emulgiert das Ganze und hat immer feine, saubere Creme. Beim Zucker, bitte passt es auf, es kommt jetzt nur Lebkuchen dazu und die Äpfel haben ja einen Honig gedünstet. Zum Abfüllen, wenn Sie so was fein vorbereiten für die Weihnachtszeit, in Gläser zum Beispiel, Tipp von meiner Seite, damit es auch eine saubere Geschichte wird, nehmt Pressierbeutel her, dort füllt es eure Creme hinein und könnt es wirklich schön in die Gläser die Portionen abfüllen. Unser Tiramisu ist ein Schichtdessert. Wir starten im Glas mit unserer Mascarpone-Creme am Boden, füllen ab, dann bröseln wir grob, unkompliziert unseren Lebkuchen auf die Mascarpone-Creme drauf. Darüber unsere gedünsteten Äpfel im Honig. Das riecht schon echt gut. Darüber wieder unser Mascarpone-Creme. Bis der Lebkuchen. Zur Weihnachtszeit darf schon ruhig ein bisschen mehr sein. Nochmal unsere Äpfel. Und zum Schluss ein kleines Topping noch von der Mascarpone-Creme. Und auf jedes gutes Tiramisu, klassisch, was man kennt, kommt natürlich dann noch ein bisschen Kakaopulver drauf. Wir machen jetzt der Weihnachtszeit noch ein bisschen Schokolade. Raspeln wieder richtig schön drüber und haben ein echt geniales Apfel-Lebkuchen-Tiramisu mit Schokoladentopping. Viel Spaß beim Nachkochen. Liebe Grüße aus der Kümig Adventküche. Bleibt gesund.